Hello und hallo, herzlich willkommen zum Besten vom Düsseldorfer Karneval. Das, was so aussieht hier wie ein gewöhnlicher Hinterhof, ist in Wirklichkeit ein Ort voller Geheimnisse, streng abgeschirmt. Das ist das ehemalige Depot der Düsseldorfer Straßenbahn. Und hier stehen, wie montags morgens aufgereiht, Stoßstange an Stoßstange auf der A1, die Wagen der Düsseldorfer Karnevalsvereine. Sonst ist das hier der Hotspot an Rosenmontag der Jecken. Jetzt ist es der jetzt schon legendäre Geisterzug 2021. Der kreative Macher, der kreative Geist auf dem ganzen Gelände hier ist natürlich der Künstler und Wagenbauer Jacques Tilly. Er und sein Team haben den Düsseldorfer Karneval mit ihren bissig satirischen Motiven weltberühmt gemacht. Das sind die Mottowagen, die verteilt im Zug zwischen den einzelnen Wagen der Karnevalsgesellschaften fahren. Und wie aufwendig so ein Wagen gebaut ist, das sieht man ganz gut am Bergischen Löwen, der hier aufgebaut steht. Der lacht und der freut sich und unser Kameramann Tom kann hier einmal mit rumfahren. Dann haben wir nämlich die Chance, auch da reinzugucken. Und dann sieht man nämlich, wie aufwendig das gebaut ist. Da hat sich einer mit Dachlatten verewigt und mit Kaninchendraht und ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das ist die Halle mit den Wagen der Karnevalsvereine. Da kommt man kaum rein. Aber wenn man da kaum reinkommt, dann ist das wirklich Hochsicherheitsgebiet. Das ist Sperrgebiet, denn hier entstehen die Mottowagen von Jacques Tilly. Weitergehen strengstens verboten. Und kleiner Spoiler, so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Das Team lässt sich doch nicht von einem Virus aufhalten. Am Ende der Sendung haben wir eine Überraschung für Sie. Dann enthüllen wir nämlich einen Mottowagen 2021. Und wenn der Zug nicht zu uns kommt, dann gehen wir natürlich zum Zug. Und genau deswegen haben wir das Team Düsseldorf wieder zusammengetrommelt. Ich freue mich auf Janine Kemmer, die Präsidentin der Rheinischen Garde Blau-Weiß, kommentiert ja mit mir Rosenmontag normalerweise den Zug. Ich freue mich auf Jürgen Becker, Kabarettisten aus Kölle, der den Düsseldorfer Karneval liebt. Ein Freund von Jacques Tilly, der regelmäßig Rosenmontag mit dabei ist. Wir freuen uns auf verrückte Geschichten von früher bis heute. Historische Ursprünge in der Landeshauptstadt. Düsseldorf wagt und steht für eine schrille Seite. Die ganze Region zeigt sich sehr kreativ beim Karneval zu Hause digital. Und damit ganz herzlich willkommen zu Satire, Stöckelschuhe und ein Senftopf. Das Beste vom Düsseldorfer Karneval. Normalerweise sind hier Kameras absolut verboten, aber heute haben wir eine Ausnahme. Wir dürfen Sie mit reinnehmen. Wir machen so eine Art Backstage-Führung und ich nehme Sie einfach mit rein. Hier arbeitet das Team Tilly, der Meister selber. Hallo, ich darf einmal ganz kurz zum Team. Ist ja ein Mannschaftssport. Hab hier ein Mikrofon. Ja, ist doch ein Mannschaftssport, oder nicht? Ja. Doch, doch. Hier ist Laura Torrens. Hallo. Was machen Sie gerade? Ich kaschiere gerade. Was heißt kaschieren? Das ist nassfestes Blumenpapier, das wird in Kaschiermasse, also in Knochenleim und Kreide eingetunkt. Okay. Und dann auf den Draht aufgelegt. Und das ist alles... Mein Gott, und ihr habt da vorher einen Plan oder macht ihr das alles so aus dem Kopf raus? Naja, es gibt richtige Bauzeichnungen, da müssen wir es erstmal nachdrahten und danach wird es mit dem Papier aufgelegt, damit man es danach bemalen kann. Okay, danke, danke. Sieht ganz schön eindrucksvoll aus und riecht hier auch wie in so einer Malerwerkstatt. Jacques Tilly, sollen wir einmal rübergehen zu einem, ich sag mal, zu einer Plastikmotiv? Was sagt man dazu? Ja, Skulptur, ja, egal was auch immer. Gehst du einmal auf die andere Seite noch? Das ist hier sozusagen, ich räume hier einmal, wir dürfen jetzt hier einmal das hier so wegräumen. Was sehen wir hier? Was ist das? Ein Mottowagen für 2021 eigentlich, ne? Ein Mottowagen für den aktuellen Zug, der ja doch nicht stattfindet, aber vielleicht eben doch in Teilen, ne? Okay, und was sehen wir hier? Ja, wir sehen hier einen Bischof mit einer Mitra, die sehr fleischfarben geworden ist. Und ich glaube, jeder kann sich seinen Teil denken, worum es hier geht bei diesem Wagen. Das heißt, das Jahr 2021 ist trotz seiner Komplikationen, die wir manchmal ja haben, ein Jahr, in dem es in deinem Kopf trotzdem vor Ideen nur so funkt und sprüht. Naja, so ganz konnten wir in Düsseldorf das einfach nicht lassen. Wir haben tatsächlich einen Weg, wie man Corona verträglich doch noch irgendeine Art von Zug stattfinden lassen kann. Und das Ergebnis steht um uns hier herum. In der CDU hat es ja einen Personalwechsel gegeben. Also wir haben jetzt Armin Laschet als Parteichef neuerdings, NRW-Ministerpräsident. Ja, und die Frage natürlich, wird er Kanzlerkandidat werden? Und wenn ja, welche Politik wird er machen? Und da haben wir uns ein schönes Bild einfallen lassen. So eine Mischung aus Merkel und Laschet. Weiter Merkel mit Armin Laschet ist das Bild. Also eine weibliche Laschet-Ausgabe mit Raute natürlich, um zu zeigen, dass die Merkel-Politik, also die Politik des Maßes und der Mitte, aber auch der politischen Durchschnittlichkeit wahrscheinlich weitergehen wird.
Corona natürlich ist großes Thema, auch auf dem Mottowagen. Auf einem Wagen wird gezeigt, dass zwar Corona eine Bedrohung ist für die Welt, aber die eigentliche Bedrohung noch in den Hintergrund gerät, leider etwas. Und das ist halt die Klimakatastrophe. Die geht ja nun mal nicht weg. Eine Pandemie wird irgendwann verschwinden, aber die Klimakatastrophe, die wird bleiben und wird sie noch verstärken. Und das haben wir in eine schöne Bildformel gebracht, in dem die Welt halt sich vor Corona fürchtet, aber übersieht, dass eine große bedrohliche Klimawelle sich hinter ihr aufgebaut hat. Gibt es denn heutzutage noch Reaktionen zum Beispiel von der katholischen Kirche oder haben Sie sich längst dann gewöhnt an das Team Tilly? Also ich denke mal tatsächlich, die Schmerzgrenze, die ist ziemlich hoch inzwischen. Aber es gibt immer noch den einen oder anderen, der glaubt halt, dass Religion unter Artenschutz steht und nicht kritisiert werden darf. In meinen Augen ist Religion Menschenwerk, wie alles Menschenwerk auch, fehlbar und damit eben auch kritisierbar. Vor allen Dingen auch gerade im Karneval, das ist unsere Aufgabe. Ist denn diese Geheimniskrämerei, hier dürfen keine Kameras rein und so, ist das Show oder ist das wirklich notwendig? Na, es ist Notwehr, würde ich mal sagen. Also in den 90er Jahren, wo wir die Regeln noch nicht hatten, da haben sich Politiker aufgebaut hier und haben gesagt, der Wagen darf nicht fahren. Es gab Protestwellen gegen einzelne Wagen. Und da haben wir einfach auf den Tisch gehauen und gesagt, jetzt sagen wir nichts mehr vorher. Und seitdem haben wir wirklich Narrenfreiheit. Alle Wagen können so fahren, wie wir sie gebaut haben. Wir brauchen sie nicht umzubauen. Und unser Rosenmontagszugleiter sagt immer, ja, Beschwerden werden am Aschermittwoch angenommen. Also wenn die Wagen gefahren sind. Dann ist nichts mehr zu machen. Aber gibt es denn welche, die mal ab und zu hier an der Türe kratzen und sagen, ich würde doch gerne mal gucken? Ja, es gibt natürlich viele Neugierige hier, gerade auch unter den Karnevalisten, die hier selber Wagen bauen. Aber hier darf dann in der Bauzeit am Ende wirklich keiner rein. Und im Groben und Ganzen halten sich auch alle an die Regel, denn niemand möchte gerne Spielverderber sein. Mhm. Dankeschön, Jacques Tilly. Wir sprechen ja gleich nochmal ausführlich über die ganzen Wagen, die krassesten Wagen der Vergangenheit und die Reaktion darauf. Und wenn ich mich umgucke, ist ja wirklich nicht nur ein Mannschaft, sondern auch ein Frauschaftssport. Dankeschön. Wir gehen ja schnell rüber, machen weiter mit unserer Backstage-Führung behind the scenes und gehen in die Halle, wo die Wagen der Karnevalsvereine stehen. Und das Wichtigste bei der Halle, wo die Wagen der Vereine stehen, weil die einfach wahnsinnig groß ist, steht direkt hier vorne auf der Seite. Da sind nämlich ja nicht nur Dreiräder, das nehme ich jetzt lieber nicht, sondern Roller. Die nutzen hier alle. Wollen wir mal gucken, ob der Tom hinterherkommt. Ja, kommt der Tom? Ja, fein, kommt er mit. Und da ist schon der erste Wagen, blau-weiß, Rheinische Garde, die Präsidentin steht oben, meine beste Hälfte am Rosenmontag. Hallo Janine. Hello. Hello, bist du vorbereitet? Kamelle! Natürlich! Yeah. Sehr gut, dürfen wir hochkommen? Ja, gerne. Dann machen wir das. Dann schmeiße ich mal eben den Roller hier zur Seite und enter mal den Wagen, um zu gucken, was da so wichtig ist. Und das Erste, was ich gelernt habe, das Wichtigste überhaupt, verbirgt sich hinter dieser Tür. Da kommt nämlich purer Luxus die Toilette rein, kurz bevor es richtig losgeht. Jetzt mal hoch auf den Wagen. Kleine Tür. Uah. Wenn du rechts gehst, können wir Corona-Abstand halten. Hallo, das ist dein, euer Wagen. Wo ist dein Platz hier normalerweise? Ganz oben. Natürlich. Habe ich ganz alles ganz gut im Blick. Die Präsidentin. Ja, genau. Und diese Kamelle, die sind ja hier immer drin in diesen Boxen. Die sind ganz schön tief, die sind ganz schön groß. Können wir kurz reingucken. Da passt ordentlich was rein. Was habt ihr auf dem Wagen mit dabei? Wie viel? Oft Schokoriegel, Waffeln, zehntausende Stück, tonnenweise. Hier ist sonst alles immer voll. Auch diese Schütten, diese Nachfüllschütten sind voll. Da wird also im ganzen Zug über nachgeladen? Da wird nachgeladen, ist vorher alles fertig gepackt. Hier stehen überall auch Säcke mit Wurfmaterial, damit auch alle genug Material haben und keiner anfängt zu weinen. Aber wie macht ihr das? Wie teilt ihr das auf, dass am Schluss immer noch was übrig ist? Das ist eine Gefühlsgeschichte, aber es funktioniert nie. Also gerade in dieser Euphorie wird geschmissen, was das Zeug hält. Yeah! Bremst von oben dann schon mal. Kinders, denkt dran, der Zug ist noch lang. Man schmeißt sich in einen Rausch. Ja, total. Ja, weil das Feedback der Leute ist einfach so schön. Und die ganzen Kinder wollen Süßigkeiten. Und cool. Ja, und dann wird ordentlich geschmissen. Über Toilette habe ich schon gesprochen, wichtiges Thema auf jedem Wagen, aber du bist ja immer aufwendig auch geschmückt und geschminkt mit einem tollen Kostüm. Wie machst du das mit einem langen Mantel und so? Also es wird wirklich nach oben geklappt, es sieht bestimmt nicht gut aus, aber es muss manchmal sein. Der Tipp an alle Frauen, trinkt lieber kleine Sachen, nicht so viel Flüssigkeit, weil die Toilette sieht nachher auch nicht mehr so schön aus, wenn die Männer nicht mehr richtig treffen, weil der Wagen ja so wackelt. Ne? Also da geht ordentlich was ab. Liegt vielleicht aber auch an diesen Löchern hier, was ist das denn? Das für Wasserbecher natürlich. Natürlich. Also hier kommen die Getränke rein, hier ist der Bock für das Fassbier. Schön. Und vorne haben wir dann auch Essen drin stehen. Alles, was der Mensch so braucht. Jetzt Zuckerdellchen lang, ohne so. Mampf, kein Kampf. Genau. Lass uns runtergehen, über die Vereine insgesamt sprechen. Müssen wir uns einmal durch diesen Tunnel hier zwängen. Okay.
Ja, das Jahr 2021 ist ja auch für alle Jecken-Karnevalisten ein besonderes. Wie ist das so in den Vereinen? Wie geht's denn? Also am Anfang waren wir echt alle geschockt. Es ist zwar nur Karneval, aber es ist ja auch unser Lebensinhalt mit. Und die Stimmung ist aber jetzt eigentlich ganz gut. Es ist der Düsseldorfer Karneval, wir machen das Beste draus. Und das kreativ, können wir auch. Wie ich festgestellt habe. Viele sind online, digital unterwegs. Was treibt ihr da so alles? Also es gibt Online-Training, es gibt Online-Stammtische, es gibt Online-Sitzungen. Online-Training für was? Für die Kinder. Ach so, Tanztraining. Ach so, ich dachte... Ne? Nein, nein. Ja gut, das kann man zu Hause ja trotzdem machen. Also, ich frage nur mal, dachte ich. Da brauche ich ja kein Training für. Die meisten Düsseldorfer nicht. Aber die Kinder müssen das ja weiter irgendwie trainiert werden. Klar, ja, damit sie im Flow bleiben. Und kann man online machen. Es gab auch Sitzungen online. Absolut. Wir haben zum Beispiel eine eigene Sitzung gemacht mit Programm aus eigenen Reihen. Es gibt die Sendung Jeckstream. Da haben große Karnevalsvereine wie der AVDK, die Prinzengarden, eine richtige Sitzung zusammengestellt mit den Top-Künstlern des rheinischen Karnevals. Und das macht auch Spaß. Kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ja, stimmt. Und der große Stolz eines jeden Karnevalsvereins ist natürlich so ein Wagen. Wenn man diese Wagen hat, die ja alle aufgereiht sind, muss man sagen. Es gibt ja sogar welche, die haben mehrere Wagen. Es gibt ja Vereine, die recht groß sind, richtig, muss man sagen. Und da steckt schon viel Herzblut drin, über das ganze Jahr dann drüber. Ja, also viele Vereine bauen ja auch tatsächlich selber und das macht sehr, sehr viel Arbeit. Ist auch ein großer Kostenfaktor, so Montagswagen. Und wir mussten uns halt irgendwann entscheiden, was tun wir? Bauen wir oder bauen wir nicht? Und wie man sieht, die Rheinische Garde ist fertig, weil ich gedacht habe, naja gut, einer muss startklar sein, hier sind wir. Ist leider nichts draus geworden, aber der Wagen bleibt aktuell und im nächsten Jahr ziehen wir dann mit diesem Wagen. Es gibt so eine Art Wagenbauleiter, es gibt einen Bauleiter in jedem Verein, es gibt sogar ein Richtfest. Ja, das stimmt. Bei uns gibt es das aber allerdings nicht. Aber bei vielen Vereinen, die machen ein richtiges Richtfest. Dann wird der Wagen getauft und eingeweiht. Die Mitglieder dürfen den dann zum ersten Mal sehen. Bei uns ist das üblich, dass der Rosenmontagswagen immer erst Rosenmontag für die Mitglieder öffentlich wird. Mhm. Somit haben wir immer das Thema geheim, weil wir immer politisch sind. Mal schärfer, mal nicht schärfer. Das sind quasi alles, die Wagen, die hier stehen, alles viele kleine Mosaiksteine, die Düsseldorf eigentlich ausmachen. Zum Teil heute natürlich jetzt so, kann man die Chronologie des Wahnsinns ablesen, weil ja der Wagen hinter uns ist fertig, aber viele Wagen sind auch noch gar nicht fertig, weil die sind überrascht worden vom Lockdown dann. Ja, ganz genau. Und es gibt Wagen, die sind halt, sage ich mal, sehr aktuell. Die werden erst kurz vor Schluss fertig und da fehlt natürlich dann die Aktualität, wenn man es jetzt schon fertig hätte. Manchmal lohnt es sich, bis zum Schluss zu warten. Janine, vielen Dank. Wir sprechen gleich noch ausführlich auch über die Rolle der Frau im Karneval. Ich schnapp mir aber erstmal zunächst den Roller, weil gleich geht es für mich weiter durch die Halle. Vorher schauen wir nochmal zu den Jecken. Klar, für die ist Rosenmontag der absolute Höhepunkt. Da können sie sich präsentieren mit Kamelle, mit den Wagen, mit Lebensfreude. Wobei, das kriegen wir auch so hin mit der Lebensfreude. Hier sind Grüße aus der ganzen Jeckenwelt. Jerusalem. Ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze. Der Venezien-Club der Landeshauptstadt Düsseldorf ruft allen Jecken dreimal Düsseldorf. Hello! Düsseldorf! Hello! Hello! Aikolana, buso ami, aukolana, kilo nolose, zuhambe nami, daoyami. Aikolana, buso ami, aukolana, kilo nolose. Thank you.
Ach, Dach, Herr Becker, ich fahre schon mal vor. Ne? Denn 11.11., da beginnt ja normalerweise traditionell die Session. Und die beginnt mit, auch das eine Besonderheit in Düsseldorf, dem Hoppeditz, dem Erdschelm. Der spricht dann aus diesem Senftopf. Düsseldorf ist eine Senfstadt, da gibt jeder zu allem seinen Senf dazu. Und der schläft das ganze Jahr und wird dann geweckt durch einen Countdown. Dieses Mal eben digital. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoppeditz. Der Hoppeditz, der berühmte Hofnarr der Landeshauptstadt. Erst wenn er aus dem Senftopf klettert, ist die Session eröffnet. Idealerweise passiert das am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr. Seine erste Amtshandlung, dem Oberbürgermeister auf dem Rathausbalkon eine Standpauke halten. Sein Lieblingsplatz ist oben auf dem Jan-Wellem-Denkmal. Was ist der Hoppeditz eigentlich? Ja, der Hoppeditz ist also die Symbolfigur, die praktisch den Düsseldorfer Karneval oder den Karneval allgemein eröffnet. Ja. Ist also ein Mann aus dem Volke von früher her, der also zu der Zeit, die dann angebracht ist, auch einmal den Obrigkeiten dieser Landeshauptstadt oder allen Obrigkeiten einmal der Meinung zu geben. So wie der Till Eulenspiegel früher. So ist es, ja. Mit ihm beginnt die närrische Zeit auch in anderen Städten am Niederrhein. Und mit seiner Beerdigung ist da noch alles vorbei. Am Aschermittwoch wird er feierlich zu Grabe getragen. Über die Herkunft der Kultfigur streiten sich bis heute die Geister. Und auch sein Name bleibt ein Rätsel. Hoppeditz. Gute Frage. Aber der Hoppeditz immer Hoppeditz. Da fragen Sie mich im Moment zu viel, ehrlich. Also wissen Sie, so eine blöden Fragen. Beantworte ich nicht. Eine gute Frage. Muss ich leider passen. Woher kommt, wie er richtig geschrieben wird, man weiß es nicht. Hoppeditz ist Hoppeditz. Der Mann für alle Fälle. In Zukunft vielleicht auch eine Frau. Jana Lehne ist seit Jahren der offizielle Nachwuchs und könnte der erste weibliche Hoppeditz werden. Hello, ihr Jecken. Ich grüße euch sehr. Was ist denn hier passiert? Oh, Schreck. 3, 2, 1. Habe ich dir doch eben gesagt, es ist Corona. Andere Bedingungen dürfen wir draußen feiern. Ist Corona kenne ich nur als Bier. Der Hoppeditz Tom Bauer hat eine Sportverletzung. Und dann hat ihm Corona auch noch seinen großen Auftritt vermasselt. Seine Rede, diesmal drinnen im Rathaus und ohne Senftopf. Mein Senftopf hat es in der Garage gelassen. Das Rathaus, wie tot. Und ich soll eröffnen die Session mal so eben unter dem Motto, wir feiern das Leben. Ja, das wird echt bestimmt eine super Schau. Ich sag nur morgen zusammen. Düsseldorf, helau. Diesmal alles anders, alles digital. Bei uns ist der Kabarettist, Moderator Jürgen Becker. Wir freuen uns sehr. Hallo. Ja, hallo Sven. Im Pass steht Geburtsort Köln, ja. Aber im Herzen natürlich für Rosenmontag Düsseldorfer. Das Schönste an Köln ist ja Bonn und Düsseldorf. Ne? Also für mich ist das hier ein sehr spannendes Veedel. Düsseldorf fahre ich immer wieder gerne hin. Und ich bin ja im Gegensatz zu den Berlinern, die auch so eine große Stadt haben, bin ich ja schneller von Köln in Düsseldorf als die Berliner von Reinickendorf in Köpenick zum Beispiel. Und das da, ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg, aber es ist Sondermüll. Man kann es nicht einfach irgendwo hin tun. Es ist ja toxisch. Man muss ja überlegen, wo kommt das hin? Auf irgendeine Müllhalde tief unter, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wie auch immer. Wir haben über den Hoppeditz gesprochen. Ja. Kann man sagen, dass der Kabarettist so eine Art moderner Hoppeditz ist? Ja, auf jeden Fall. Der Kabarettist soll ja immer die Finger in die Wunden der Zeit legen, alles kritisch sehen. Aber gerade durch Menschen wie diesen Herrn hier und auch durch Pegida und die Rechtspopulisten bei uns hat sich unsere Aufgabe, finde ich, doch verändert. Dann war ja bei den Demonstrationen Pegida, man weiß das ja, da rannten die Leute mit dem Galgen in der Hand und haben gerufen, Merkel muss weg und so weiter. Da habe ich doch gemerkt, wir Kabarettisten müssen uns eigentlich jetzt von der Attitüde verabschieden, eigentlich gegen die Gesellschaft zu sein. Jetzt müssen wir sie verteidigen. Und das ist viel schwerer. Die Zielrichtung hat sich ein bisschen geändert. Dann. Ja.
Ah, ist interessant. Ich meine, früher im Karneval mit dem Hoppeditz war ja schon so, dass man da was sagen konnte, die Obrigkeit ankreiden konnte, was man im normalen Leben hätte nicht so sagen können. Ne? Ja, ja, das muss auch weiter so bleiben. Und der Jacques macht das auch perfekt. Also der hat einfach einen bildlichen Instinkt und ist wirklich einer der schärfsten Satiriker der Welt, würde ich wirklich sagen. Ja. Und der macht das total zielgenau und sehr, sehr gut. Und das muss auch so bleiben. Die Kirche ist ja eigentlich das Musterbeispiel dafür. Auch dieses Jahr wieder einen wunderbaren Wagen. Wir haben ihn schon gesehen. Im Bild. Oh. Und das ist natürlich immer so gewesen, dass die Kirche die Satiriker angezogen hat wie die Scheiße, die fliegen. Ne? Weil Humor lebt ja immer von der Fallhöhe. Je länger das Sitt, desto größer das Bums. Ne? Und bei der Kirche funktioniert das natürlich am besten, weil da die Fallhöhe am größten ist, weil eben auch der Anspruch am höchsten ist. Und wie ist es bei dir entstanden, dass du, ich meine, man kommt doch als Kölner nicht einfach so Rosenmontag nach Düsseldorf. Wie ist es entstanden? Da, weil es um die Ecke ist. Hier ist mal ruckzuck. Und ich nehme Düsseldorf immer als ein Veedel von Köln wahr. Hier gibt es wunderbare Kulturangebote. Ich war mit Jacques Tilly neulich in einer Ausstellung über DDR-Kunst, Utopie und Untergang. Die haben wir uns zusammen angeguckt. Also das Düsseldorf-Kulturangebot nehme ich genauso wahr wie das Bonner und das Kölner. Also ich finde das großartig hier. Und was ist das Besondere am Düsseldorfer Karneval? Warum bist du Rosenmontag immer hier? Ja, es muss einfach sein. Ich muss ehrlich sagen, die Waren vom Jacques interessieren mich überhaupt nicht. Es ist das wunderbare braune Bier, was man hier trinkt. Und so, verspürst du so eine Art Traurigkeit, dass der Zug nicht fährt? Also dieses Gefühl, am liebsten hole ich einen Trecker raus und fahre selber eine Runde? Ja. Würde ich am liebsten machen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist echt hart, finde ich, dass der Karneval nicht stattfinden kann. Also das tut mir auch selber in der Seele weh. Muss man schon sagen. Dankeschön, Jürgen Becker. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir mit Jacques Tilly zusammen sprechen und reden in so einer VIP-Lounge, möchte man fast sagen, hier in der Halle. Wir gucken aber nochmal rein in die Welt des Karnevals, wenn der Zug denn geht. Es gibt doch so viele verrückte Geschichten hier in dieser Stadt. Schauen wir rein in die schönsten Schätze und verrücktesten Tabubrüche. Straßenkarneval in Düsseldorf 1962. Seitdem ist der WDR beim Düsseldorfer Rosenmontagszug dabei. Los ging das Jacketreiben aber viel früher. Einzigartig im Düsseldorfer Karneval das Tonnenrennen. Seit 135 Jahren flitzen sie in Düsseldorf-Niederkassel mit Schubkarre und Fass durchs Dorf. Das Ganze war vermutlich eine Schnapsidee, ist aber längst geliebte Tradition. Ausgetragen wird das Rennen immer am Karnevalssonntag. Ein fester Termin fürs Prinzenpaar. Und weil Pfuschen dazugehört, gibt es keinen Sieger. Gewinnt nie jemand? Es gibt immer Unentschieden. Am Rosenmontag zieht die Tonnengarde dann als einer der größten Vereine der Stadt geschlossen im Zoch. Ein Familienverein, allerdings fest in Männerhand. Bis heute hat auf dem großen Wagen keine Frau etwas verloren. Auch dieser bunte Haufen, eine Besonderheit im Düsseldorfer Karneval. Die KG Regenbogen mit über 560 Jecken, Deutschlands größter schwul-lesbischer Karnevalsverein. Seit 2000 mischen sie mit und den Karneval in Düsseldorf gründlich auf. Prinz Lothar I. und Venezia Ute. Lothar Hörning, der erste schwule Karnevalsprinz, regierte 2009. Seitdem hat er einen festen Platz im Düsseldorfer Karneval und führt heute die Prinzengarde Blau-Weiß, die Leibgarde der Venezia an. Auch sie, das erste und einzige schwule Gardetanzpaar Deutschlands. Anfangs kritisch betrachtet, heute bejubelt. Ein Highlight im Programm der Partygaranten, das Rennen Tuntelauf. Eine schrille Show, die ihren Ursprung auf der Kö hatte. Eleganz und Schnelligkeit sind wichtig beim Laufen, richtig?
Ja, und der Absatz zählt natürlich, weil der höchste Schuh tut natürlich auch weh und verursacht Blut. Seit 1996 heißt es am Karnevalssamstag: auf die Stöckel, fertig, los. Mittlerweile eine feste Veranstaltung der KG Regenbogen. Mehr Toleranzwagen mit einem Toleranzwagen. Auf ihm feiern Juden, Muslime und Christen gemeinsam am Rosenmontag und setzen damit ein starkes Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt. Richtig ungemütlich werden konnte den Jecken in Düsseldorf bislang nur eins: das Wetter. Wegen Orkantief Rusica musste 2016 der Rosenmontagszug abgesagt werden. Doch die Düsseldorfer nahmen es gelassen und holten den Zug wenige Monate später bei strahlendem Sonnenschein nach. Aber das Karnevalsvirus hat einen neuen, mächtigen Gegner: Corona. In diesem Jahr gibt es wieder keinen Zug. Das Prinzenpaar in Spee hatte seinen Auftritt erstmal nur im Autokino. In der nächsten Session werden Prinz Dirk II. Und Venezia Osa dann offiziell gekürt. Eine Venezia gibt es nur in Düsseldorf. Die Verbindung zu Venedig geht auf die Kurfürstin Anna Maria Luisa de' Medici zurück. Die italienische Gattin von Kurfürst Jan Wellem liebte Pomp und Party. Im Schloss hielt sie venezianische Maskenbälle ab und ließ am Ende des Festes die Schönste als Venezia küren. Mit der Venezia steht in Düsseldorf ja eine echte Frau an der Spitze, anders als in Köln, da ist ja die Jungfrau ein Mann. Aber ganz früher war auch Düsseldorf der Karneval ein reines Männerthema. Im Elverrat, die Präsidenten, das waren alles Männer. Die Frauen hatten, wenn überhaupt, nur symbolisch an Weiberfastnacht für einen Tag die Macht. Aber starke Frauen hat es in Düsseldorf schon ganz früh gegeben. Und das sieht man besonders an einem Verein. Da kann man sagen, vergessen Sie die Musketiere, hier kommen die Amazonen. Sie sind Vorreiterinnen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben Damen zu Pferd in den Karneval gebracht. Und die Mode. Mit Hut, Haltung und Humor haben die Amazonen seit 1934 den Karneval erobert. In einer Zeit, als das Jecketreiben noch reine Männersache war. Eines Tages waren das die Frauen leid. Das hat denen echt gestunken, dass man sagte, so tschüss, ich, Schatz, ich bin weg. Und die Mädels saßen dann zu Hause. Und dann haben wir gesagt, was die Männer können, können wir auch. Und dann haben die entschieden, dass sie selber feiern. Und ich glaube, dass die Damen vor uns noch viel, viel mehr gefeiert haben als wir. Mir hat mal eine Dame gesagt, die 80 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, es gibt Hotels, da dürfen wir uns nicht mehr blicken lassen, weil wir da so die Hütte abgerissen haben. Trotzdem sind sie Rosenmontag sicher im Sattel. Von Anfang an haben sich die Amazonen zu Pferd in den Karneval gestürzt und sind bis heute Deutschlands einziges berittenes Damenchor. Wie war denn das Rosenmontag mit Pferd das erste Mal? Aufregend. Also jeder, der was anderes behauptet, lügt. Und ich schwöre immer, die Pferde sind die coolen im Rosenmontagszug und die Reiter sind diejenigen, die sich vor Angst fast ins Hemd machen. Reiten ist aber kein Muss. Im Verein gibt es auch andere Aufgaben. Wagenbau etwa. Die Amazonen legen selbst Hand an. Ein neuer Wagen wird gebraucht. Dieser hier ist in die Jahre gekommen. Wer einmal Rosenmontag mit dabei war und dieses Gefühl erlebt hat, man zieht durch diese Menschenmengen und alle strahlen und jubeln, alle freuen sich einen zu sehen, das ist mega. Also das gibt so viel Glücksgefühl, das reicht für Monate. Sich und andere glücklich machen scheint Amazonen Gebot zu sein. Alljährlich servieren sie auf ihrem Modetee die dollsten Kostüme zur Verlosung.
Entworfen werden die Kreationen von Düsseldorfer Modeschülerinnen. Und vor allen Dingen müssen sie selbst gemacht sein, mit der Hand gefertigt sein und nicht fertig gekauft. Genau. Das ist das Augenmerk. Ja. Wir sind schon die Koryphäen heute unter dem ganzen Gezumpel da. Die Amazonensitzung immer zur besten Tea-Time und mit klarem Kostümcode. Starke Frauen gibt es schon was länger in Düsseldorf. Eine steht neben mir, Janine Kemmer. Hallo nochmal. Ja, hallo. Aber da hat sich schon wirklich was getan mit Frauenpower im Düsseldorfer Karneval in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Eigentlich schon sehr früh. Wir hat man bei den Amazonen gesehen, die haben sich sehr früh gegründet und sind der einzige berittene Frauenverein. Aber wir haben auch starke Frauen wie Marianne Plum damals gehabt, Toni Wagner, eine Büttenrednerin. Also da war schon was, aber heute ist es natürlich ein bisschen mehr. Viele Frauen sind auch in Führungspositionen, Vorsitzende, Präsidenten. Also das ist im Alltag angekommen. Und du warst ja sogar mal ganz an der Spitze als Venezia. Ja. Offiziell musst du sagen, das war das schönste Jahr in meinem ganzen Leben. Wie war es wirklich? Es war noch viel besser. Es war noch viel besser. Also man kann sich das nicht vorstellen. Also ich habe mir das halt als Kind schon gewünscht. Und als es dann in Erfüllung ging, war das wirklich ein Lebenstraum und so viel Emotionen auf einmal gepackt. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ist man da auf Wolke 7? Total. Ja? So viel Adrenalin hatte ich nie wieder in meinem Körper. Man ist nie müde, man ist nie hungrig, man ist nie durstig, man hat immer nur Spaß und man braucht auch keinen Schlaf. Es ist mega. Der Wahnsinn. Aber wie wird man denn Venezia? Bewerben kann man sich nicht oder doch? Doch, man muss sich eigentlich sogar bewerben. Also bei mir war es Engelbert Ochsenfurt, auch ein Urkarnevalist, Papa Karneval. Der hat gesagt, Kind, jetzt würde mal ein bisschen Zeit. Ne? Der hat wahrscheinlich gerade die biologische Uhr tickt, jetzt müssen wir die mal endlich das da. Eine Frechheit war das von dem. Ne? Ich bin ganz froh, weil sonst hätte ich es vielleicht auch nicht mehr gewagt in Anlauf. Aber man muss sich bewerben. Düsseldorf ist ja eine Modestadt. Wir sehen hier einige Kleider. Ich war ganz überrascht, nicht nur rot, sondern auch blau. Im Fußball würde ich sagen, links, rechts, du kannst ja alles tragen und spielen. Ja gut, die Venezien dürfen sich das in der Regel selber aussuchen. Rot für die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf, Leibgarde des Prinzen Karneval. Blau für die Leibgarde der Prinzessin Venezia. Ich bin bei beiden Farben tatsächlich geblieben, trotz 10 Kleider, weil ich abgedacht habe, Prinzessin werde ich nur einmal im Leben, also. Wir sehen hier 3 Kleider, aber in Wirklichkeit hattest du wie viel insgesamt? 10. 10. Und ihr könnt euch ja als Frauen klamottentechnisch austoben. Wir Männer, oder wir ist gut, ich war ja nie Prinz, werde es auch hoffentlich nicht werden, aber die Männer haben immer hier das fast dasselbe an, Pompöschen. Ja. Für die Männer ist ein bisschen doof, oder? Ja, was heißt doof? Ne? Die sind eigentlich ganz gut eingepackt. Da ist ja Watte drin. So kalt ist das auch nicht. Ach, hier das ist oben? Nur dumm, wenn das durchgeschwitzt ist, ja. Okay, da ist Watte drin. Und also gut und ist, wenn die in zweiten Wams, das nennt man Wams, wenn Wams noch zum zweiten Mal da ist zum Wechseln, wenn sie dann ordentlich durchgeschwitzt sind, dann ist das sehr unangenehm. Und nicht nur bei Robin Hood ein Thema, Helden in Strumpfhose, auch für Karnevalisten und für Prinzen ein Thema. Ja. Wie war das, als du, geht ihr dann offiziell so einer Umkleide oder Ankleide, werdet dann sozusagen bei einem richtigen Schneider dann sozusagen aufgerüstet, als du deinen Prinzen das erste Mal dann in Strumpfhose sahst? Ja, abenteuerlich. Jetzt muss man ja sagen, ich kannte meinen Prinzen vorher nicht so gut. Wir haben uns halt erst in der Vorbereitungszeit kennengelernt. Und wenn so ein Kerl dann aus der Umkleide kommt und hat Strumpfhosen an, die aber auch mit Hosenträgern festgemacht sind. Eieieiei. Es ist zum Schießen. Sehr schön. Wir haben über Frauen und über alte Zeiten gesprochen. Jetzt aber muss man sagen, früher durften Frauen sich gar nicht verkleiden. Und wenn man feiern wollte, brauchte man sogar Thema Lustbarkeitssteuer. Man brauchte eine Polizeimarke. Was ist das denn? Ja, also das brauchten Karnevalisten draußen überhaupt, weil Karneval war nicht so angesehen. Es war eigentlich was Schmutziges, draußen Karneval zu feiern. Und es gab Zeiten, da musste man ein Polizeiticket erwerben, um sich überhaupt kostümiert auf die Straße zu begeben. Aber Frauen brauchten auch die Genehmigung ihrer Männer.
um Karneval zu feiern. Also Altweiber war nicht so selbstverständlich wie heute, Schatz, pass auf die Kinder auf, ich gehe. Und tschüss. Da musste man, ja, okay, musste man sich gut halten mit dem Mann vorher. Okay. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Glücklicherweise. Und was wünschst du dir als Frau für die Zukunft im und für den Karneval? Also ich möchte einfach, dass Frauen sich mehr trauen. Ich möchte keine Sonderrechte. Ich finde es einfach gut so, wie es ist eigentlich. Aber die Frauen sollten sich trauen. Ruhig ran an die Führungsposition. Der Karneval ist vielfältig und Frauenpower schadet da nie. Mhm. Dankeschön, Janine. Bis gleich. Ja, egal ob Venezia oder einfacher Jeck, ob Mann oder Frau, ob kleine Fußgruppe oder große Gesellschaft, vielleicht sogar mit ganz vielen Wagen. Wir haben viele von denen gefragt, die da sonst mitlaufen am Rosenmontagszug. Habt ihr Lust, uns nicht Jecke Grüße zu schicken? Und was soll ich sagen? Viele wollen. Ein Dreifach, Düsseldorf. Hallo. Basel. Hallo. Leckere Acker. Hallo. Wir haben den Nas, wir haben den Nas noch lange nicht voll. Keine Sitzung, kein Schunkel, kein Knutschen. Oh. Wir haben den Nas, wir haben den Nas, wir haben den Nas noch lange nicht voll. Moin, hello. Hallo, ihr Jecken und Karnevalisten. Drei, zwei, drei, eins. Prost! Oh, lecker! Einen schönen Rosenmontagsgruß von den Füchsinnen aus Düsseldorf. Und eine dicke Kuss von Las Caribeña aus Mulhang an der Ruhr. Auf die Düsseldorfer Originale. Hello! Hello! Bleibt ihr gesund! Hello aus Düsseldorf! Hello! Spieß ab Düsseldorf! Hello! Spieß ab! Hello! Spieß ab! Kinderprinzenpaar! Hello! Hello! Die Ammerländer Radfahrer! Hello! Hello und macht's gut und bleibt gesund! Düsseldorf, hello! Bleibt gesund! Und denkt bitte immer daran, Abstand, Hygiene und Maske auf dem Kopf, darauf ein dreifaches Tränendrupp! Und wir sitzen hier mit Jürgen Becker und Jacques Tilly, kann man das sagen, in einer Art VIP-Lounge oder was ist das hier? Ja, das ist so die Künstler-Alkohol-Lounge, würde ich mal sagen. Die geheime Bar, die ist normalerweise abgeschottet vom Rest der Welt und hier kann man sich mal die Kante geben, wenn man es nötig hat. Und wie ist das Verhältnis generell zu den Karnevalisten hier, die eigentlich hier bauen? Eigentlich ziemlich gut, die bauen, ja. Sehr freundschaftlich, kollegial, ne? Wir helfen uns gegenseitig. War das immer schon so oder? Das war in den Anfangsjahren nicht immer so, da waren die Künstler die arroganten Arschlöcher und die Karnevalisten waren die Mettwurstfresser, das war in den 80er Jahren, ne? Aber das hat sich völlig erledigt. Bei arroganten Künstlern hat er genickt, das kenne ich. Wie ist das? Da ist einer mit einem Geburtsort Düsseldorf im Pass und einer, der hat Köln da stehen. Wie ist denn diese Freundschaft entstanden? Ja, ich hatte mal eine Sendung, die hieß Der dritte Bildungsweg. Und da will man ja schlauer werden. Und ich habe gedacht, von wem kannst du was lernen? Von ihm. Und da haben wir ihn als Gast eingeladen. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Mhm. Und wie war das? Ab welchem Punkt hast du dann gemerkt, da ist zwar ein Kölner, aber der gehört zu den Guten. Ja, also wir haben in den 90er Jahren haben wir schon seine Programme hier auf Kassette damals noch gehabt, haben die untereinander herumgegeben, haben uns kaputt gelacht, ne, und haben die Lieder gegrölt. Ich bin froh, dass ich nicht evangelisch bin. Ne? Also der war schon hier der, beim Wagenbau schon der Superstar, ohne dass wir uns kannten. Ne? Okay, da war schon damals eine Männerfreundschaft, ohne dass ich es gesehen habe. Chemie stimmt einfach, das war einfach super. Ne? Also Jürgen Becker war einfach der Größte. Und, aber muss auch sagen, bei der Musik hat man es auch leicht, in Düsseldorf besser zu sein. Da könnten die Düsseldorfer noch eine Schippe drauflegen. Da ist noch Luft. Also ich finde, wenn man durch die Stadt geht hier, Karneval, also die Musik ist schon zum Teil unterirdisch. Also da weiß ich, was du mitmachst, wenn die hier diese Karnevalsmusik spielen. Aber die sind tolerant, die spielen auch Kölner Musik hier, muss man sagen. Ja, müssen sie also, aber auch. Sonst geht's ja nicht. Aber wie ist das denn, der größte Unterschied vielleicht, Düsseldorf-Köln, ansonsten, so, was das Karneval angeht? Die Musik. Die Musik? Ja. Und für dich, Jacques? Leider bin ich selten in Köln Karneval. Also ich kann es gar nicht beurteilen, muss ich sagen. Hat er nie versucht, dich, Rosenmontag? Also ich habe ja auch Kontakt zu deinem wunderbaren Freund Hermann Schmitz, der Zugleiter der Hoppeditz lange Jahre war, ist ja auch schon vorgekommen. Und der macht eine Schrottgala in Ürige. Und der hat mich eingeladen, da sollte ich auftreten. Da bin ich dann
voll kostümiert, wie man in Köln so rumläuft, ne? Karneval in Zug gestiegen, bin nach Düsseldorf gefahren, da war ich der Einzige, der hier kostümiert ist. Also man muss sagen, die Düsseldorfer haben den Karneval nicht so fest im Stadtbild integriert. Man kann in Düsseldorf den Karneval ignorieren, wenn man will. Wenn man in Köln möchte. Kann man ihn nicht ignorieren, man kann sich nur aus der Ansteckungszone entfernen. Er gibt aber keinen Sinn. In Köln wirst du als Karnevalist geboren, in Düsseldorf ist das eine Entscheidung. Ne? Kannst man dazugehören wollen? Oder nicht? Kommt es auch vor, dass Jacques Tilly dir schon mal einen Entwurf zuschickt von einem, so könnte ein Wagen zukünftig aussehen? Nein, nur wenn ich hier bin. Okay. Also das ist ja hinten in der geheimen Kammer, das darf ja nicht in Köln sich verbreiten, sonst klauen die das nachher. Ich weiß ja nicht, ob ich dann unter Alkohol-Einfluss noch zuverlässig bin. Hat er schon mal was gesagt? Hat der Motto, ist zu hart oder ist zu, könntest du ruhig bissiger sein oder ist zu lasch oder sowas? Nein, du bist ja eigentlich immer was. Nein, ich bewundere Zustimmung, ihn auch wirklich, weil ich habe als Kabarettist ja die Möglichkeit, ich kann eine Pointe vorbereiten, ich kann alle Informationen zusammenfügen und dann zünde ich im richtigen Moment die Pointe. Und das kann der Jacques ja nicht, weil der Wagen ist ja sofort da. Der hat keinen Vorlauf. Das heißt, das Bild muss sofort sitzen und den Lachreflex auslösen oder den Aha-Effekt. Und das könnte ich gar nicht. Das ist wirklich Oberklasse. Also ein Satiriker, der das kann, da kann sich jeder Kabarettist hinter verstecken. Das geht nicht. Ja, du musst also wirklich so einen Sketch einfrieren in einer Sekunde sozusagen und kannst ihn ja gar nicht bespielen. Es ist eigentlich nur ein Standbild und das muss lustig sein. Das ist gar nicht so leicht. Ne? Aber ich freue mich immer, wenn ich ihm die Entwürfe zeigen kann, denn die Würfe sind ja immer geheim. Ich darf die ja niemandem zeigen. Dann ist das immer gut, wenn man sich vom Profi mal so ein Urteil abholt. Ist das gut? Ist das schlecht? Und erste Reaktion dann. So. Genau, das so abzuschätzen. Ne? Da. Haben die Kölner dann jemals versucht, dich abzuwerben? Ja, es gab mal Gespräche in den Nullerjahren. Ja, die sind aber im Sande verlaufen. Gott sei Dank für Düsseldorf. Aber gibt es denn Wagen, die hier in Düsseldorf laufen? Weil die laufen ja alle in Düsseldorf, aber die man in Köln so nicht zeigen könnte? Ja, glaube ich, eine ganze Menge. Echt? Das würden die Kölner so nicht mitmachen. Also ich glaube zum Beispiel da hinten der Kleriker mit der Eichel auf dem Kopf, das war ja eben im der Bild. Der Penis als Hut? Ja, der Penis als Hut, das würde in Köln schwierig. Das geht im katholischen Köln nicht. Ich glaube, die denken alle, dann kommen sie nicht in den Himmel. Ja, wir haben ja keinen Bischof hier in Düsseldorf, ne? Der uns direkt aufs Dach haut. Ja. Ne? Wir sind schön in der Provinz, könnte man sagen. Das hat auch wieder Vorteile. Danke euch zweien. Jürgen, wir sehen uns gleich wieder bei der feierlichen Enthüllung, bei der großen Überraschung des Mottowagens 2021. Wir zwei, Jacques, müssen nochmal sprechen über die Mottowagen, die da hinten in der geheimen Halle entstehen. Das sind die Wagen, die Jahr für Jahr immer wieder in der Tagesschau landen. Ja, nicht nur da, sondern überall in den News-Shows der ganzen Welt. Da sind wir in den Heiligen Hallen und wir haben, um mal an die Wagen der letzten Jahrzehnte zu erinnern, die so auf Folie hier gedruckt. Was ist denn für dich so überhaupt ein Wagen, wo du sagst, da bin ich echt stolz drauf? Stolz ist nicht eine Kategorie, in der ich denke, aber es gibt viele Wagen, die sind echt gut angekommen und die gucke ich nach vielen Jahren immer noch gerne an. Hier zum Beispiel Blond ist das neue Braun, einer meiner Lieblingswagen von 2017. Der Rechtspopulismus ploppte auf hier in ganz vielen Ländern der Welt und das war die närrische Antwort aus Düsseldorf. Wenn ich sowas sehe, da habe ich kommentiert und da habe ich gedacht, denkst du eigentlich ab und zu mal auch an Kinder, an Familien, die ja am Straßenrand stehen, wie Donald Trump die Freiheitsstatue vergewaltigt? No, man sieht ja gar nichts, oder? Siehst du irgendein Geschlechtsteil? Ich sehe nichts. Also der hockt einfach hinter der Figur und ein Schelm, wer Böses denkt. Wer weiß, wer Bescheid weiß, weiß, worum es geht, aber wer nicht Bescheid weiß, dem sagt das auch nichts. Ne? Auch genau wie bei diesem Wagen hier von 2011. Bei uns ist jeden Tag Weltjugendtag, da geht es natürlich um Kindesmissbrauch. Man sieht nichts, aber jeder weiß Bescheid, der im Thema auf drin ist. Auf einen Blick sieht man sofort, was da los ist. 10 Jahre her übrigens. Der könnte jedes Jahr immer noch fahren und der ist immer noch aktuell. Das ist ein Wagen, der wurde in der Presse als Skandalwagen bezeichnet. Da gab es Riesenaufregung. Was ist da passiert genau?
Naja, die türkische Generalkonsulin hat sich über diesen Wagen schrecklich aufgeregt. Rosenmontag, vorher sieht den ja keiner, der fuhr an ihr vorbei und sie hat eine riesen Szene gemacht. Der müsste verhüllt werden, der müsste aus dem Zug genommen werden. Der würde die Unwahrheit sagen, hier sieht man halt Erdogan, der mit dem IS-Gründer Baghdadi anstößt und gemeinsam halt die Kurden geopfert werden. Das gefiel der türkischen Regierung natürlich überhaupt nicht. Und dann haben wir den Zug nachgeholt, einen Monat später. Nochmal und dann wurde der Wagen verhüllt nochmal gefahren mit einem Schild. Ist so gehüllt, verhüllt genug, ne, liebe Frau Generalkonsulin. Ne, da hat sich nochmal ansprechen können. Wenn ich an dieses Jahr, dieses Schreckliche mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo denke, viele in der Karnevalsszene in ganz Deutschland haben gesagt, nee, da können wir eigentlich nichts machen. In Düsseldorf sind gleich 4 Wagen gelaufen zu dem Thema. Ja, wir müssen ja was machen. Da ging es ja tatsächlich um, das war ein Generalangriff auf den Humor an sich. Und das ist ja unser Kerngeschäft als närrische Satiriker. Also wenn wir da nichts zu gemacht hätten, hätten wir unser Gesicht verloren. Darum haben wir in Düsseldorf 4 Wagen zu dem Thema gebaut. Für die anderen Städte gleich mit, die sich vornehm zurückgehalten haben. Und das ist einer davon, der enthauptete Charlie Hebdo-Leser mit dem schönen Spruch, Satire kann man nicht töten. Hast du eigentlich nie Angst? Ich meine, es gibt ja die Reaktion, mit dem Gericht zu drohen, aber es könnte ja auch irgendwie sonst was passieren. Das kann immer passieren, aber das ist halt Berufsrisiko. Ne? Ein Schornsteinfeger kann vom Dach fallen und mir kann auch irgendwie einer was über die Rübe geben. Das gehört einfach dazu, aber Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber. Wir müssen natürlich unseren Job machen. Du bist schon sehr lange dabei, hast angefangen, als Helmut Kohl Kanzler war. Kennst du das, wenn jemand lange im Kanzleramt ist, aber jetzt nehmen wir Abschied von der schwarzen Witwe, da muss es nicht mehr der Nächste bitte, also die Männer, die sie also verschleißt heißen, sondern die Nächste bitte möglicherweise. Das ist ja schon noch ein Einschnitt für dich dann. Ja klar, 16 Jahre Kohl, 16 Jahre Merkel, das ist also schon, das sind eigene Lebensphasen. Aber Merkel hat natürlich nicht so Angriffsfläche geboten wie Kohl natürlich. Kohl wurde natürlich veräppelt und durch den Kakao gezogen, bis zum geht nicht mehr, seine ganze Provinzialität. Ich konnte am Ende auch nicht mehr sehen. Aber Angela Merkel, haben wir gar nicht so oft im Zug gehabt, weil sie natürlich sehr geschickt ist und halt tatsächlich diese sehr wenig Grund bietet, ne? Sie satirisch richtig hart in die Pfanne zu hauen. Daneben haben wir die Missgeburt des Brexit, wenn ich überhaupt das so sehe, nicht nur England, aber auch Polen, anderswo, die Resonanz, die internationale auf deine Wagen, ist ja schon Wahnsinn. Macht dir das manchmal ein bisschen Angst? Na, Angst nicht. Ich bin erstaunt, sagen wir mal. Also, dass wir die Wagen nicht nur für Düsseldorf bauen, wofür sie eigentlich gedacht sind, sondern tatsächlich, auch wenn es sich ein bisschen geschwollen anhört, ist es tatsächlich für den Globus. Also, in dem Jahr haben wir, glaube ich, 1500 Artikel gehabt in 100 Ländern. Das ist eigentlich schon erstaunlich, was für ein riesiges Feedback man hat. Ne? Also, das hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, als wir hier Wagen gebaut haben, dass das mal solche großen Kreise zieht. Also, größer kann es aber auch nicht werden. Also. Danke dir, dass wir hier sein dürfen. Er ist ein Künstler, der ja die meiste Zeit des Jahres still und leise im Verborgenen arbeitet. Im Karneval bei den Jecken gibt es aber auch viele, die im Verborgenen arbeiten. Stille Helden gewissermaßen. Davon wollen wir Ihnen 2, 3 jetzt vorstellen. Helfende Hände, die helfen, wenn die Uniform verschmutzt ist oder aber für die Schneiden, Föhnen, Waschen gar kein Problem ist, selbst wenn die Friseursalons alle geschlossen sind. Ich bin Heidi Nundorf, Friseurmeisterin aus Düsseldorf und habe die Ehre und Güte, diese Hüte zu machen. Und freue mich immer, wenn die Jungs im Karneval auf der Bühne super aussehen. Den Kopfschmuck von 200 Gardisten putzt Heidi Nundorf in einem normalen Jahr heraus. Viele sogar mehrmals pro Session. Dabei hatte die Friseurmeisterin aus Düsseldorf mit Karneval eigentlich gar nichts am Hut. Dann habe ich einen Düsseldorfer Karnevalspräsidenten geheiratet. Und der eine Locke hatte, die mir nicht gefiel. Bis zur Hochzeit ließ der Herr seine Perücke in Köln richten. Die Kölner haben ja Watte drin. Die haben keine Wickel. Ich mache da so Wickel rein. Und die Kölner haben Watte drin. Das finde ich immer nicht so schön. Und dann habe ich angefangen, das zu verbessern. Und dann sprach sich das irgendwann rum. Und plötzlich wurden es immer mehr. Dann haben wir unterschiedliche Formen der Hüte. Die Prinzengarde rot-weiß hat die eingenäht. Da ist das alles fest. Während die Prinzengarde blau-weiß das in Klettverschluss macht. Dann kann man das rausnehmen, da sind die so reingemacht mit Klettband und dann kann man das leichter waschen. Das eine ist besser zu waschen, das andere besser zu legen. Das Haar trocknet über Nacht. Geföhnt wird nur im Notfall. Und schneiden? Nein, das wächst ja nicht mehr nach. Nichts abschneiden. Bitte nicht schneiden. Wächst doch nicht. Trotzdem hat schon der ein oder andere Gardist zur Schere gegriffen. Überhaupt sind die Jungs manchmal unverbesserlich.
Meine Lieblingsgardisten sind die, die das einfach so festhalten. Ne? Da ist ein Toupetband drunter, um das festzuhalten. Und wenn die das immer festdrücken, umso fester wird das. Und lässt sich dann schwer entfernen. Und am besten habe ich sie gerne, wenn sie so machen. Weil bei dieser Haltung wird dieser Zopf immer sehr krumm. Und nach ein paar Tagen bleibt der dann so. Da ist immer, das ist ganz schwer dann, dieses Teil, wenn es dann so krumm und verwaschen ist, wieder gerade zu kriegen. Aber natürlich richtet sie auch das wieder. Sind Sie nach Karneval froh, wenn Sie wieder echte Haare frisieren dürfen? Jein, weil nach Karneval ist meist ein Rotgardist der Erste, der Aschermittwoch seinen Hut vorbeibringt. Wir sind das Ehepaar Panke, Ursula und Karl-Heinz. Wir reinigen seit Jahren für die Garde und das Prinzenpaar. Ich bin der Chef Karl-Heinz, darf nur im Hintergrund arbeiten und freue mich, wenn die Kleidung der Garde, des Prinzen und der Venezer schön sauber werden. Ein Prinzenornat. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Es ist immer das Gleiche. Vier Flecken. Metallabrieb ist dabei. Ja, die Ärmel hier. Und natürlich Schweißflecken. Hier ist vom Orden immer ziemlich schwarz. Das wird auch nicht ganz weggehen, aber da kommt der Orden ja auch wieder drauf. Ne? Das sehen Sie jetzt auf einen Blick direkt? Ja, oder ja. Ist immer das Gleiche? Nee, das sieht man auf einen Blick. Bierflecken und die Getränkeflecken, die sieht man ja, das ist die Grenze. Von wegen einfach in die Maschine. Jeder Knopf wird geschont und verpackt, jeder Fleck individuell behandelt. Danach wird es garantiert nochmal gereinigt, da man nicht alle Flecken gesehen hat oder nicht alle Flecken rausgekommen sind. Und man muss die Materialien ja vorsichtig behandeln. Hier, das Schwere. Der Orden muss zum Beispiel abgenommen werden, sonst geht er kaputt. Der ist angenäht. Damit Sie extra viel Arbeit haben. Da haben wir aber einen Schneiderin, die Ecke oben, die das auch wieder dann macht. Innerhalb von Stunden sind die Roben wieder hergerichtet. Manch ein Prinz holt sie persönlich ab. Und dann hatte ich hier drei Damen stehen und Carsten Franke kam mit dem Orden und nahm mich in den Arm und küsste mich links und rechts. Und die sagt, was hast du für ein netter Mann, was ist denn hier los? Das Schöne am Karneval ist die pure Freude. Die echte Freude und Spaß an der Lösung. Die hinterlässt bei einem Prinzen mehr, beim anderen weniger Flecken. Namen? Nein. Da schweigen die Pankes und verwischen sauber alle Spuren. Ja, Karneval ist keine One-Woman- oder Man-Show, Janine Kemmer. Das ist schon Teamarbeit, muss man sagen. Ja, muss. Also wenn ein Karnevalsverein erfolgreich sein möchte und Mitglieder gewinnen möchte und Jugend ranziehen möchte, dann braucht man ein gutes Team. Und das funktioniert im Düsseldorfer Karneval sehr, sehr gut. Und das ja nicht nur in den 3, 4, 5 Wochen rund um das Karnevalswochenende, sondern fast das ganze Jahr, ne? Ja, wir machen immer Karneval. Es geht ja schon damit los, dass man die Kinder vorbereiten muss auf so eine Session. Also sage ich mal, die Erwachsenen sind ja ganz nett, aber die will ja keiner sehen, ne? Also daher brauchen wir die Jugend. Die Jugend ist das Fundament des Düsseldorfer Karnevals. Und um die gut vorzubereiten und sicher in eine Session zu geben, brauchen wir wirklich das ganze Jahr. Jede Woche Training, Trainerteam, Trainerstab, Betreuer, Klamotten. Es ist immer irgendwas. Dann gibt es die Sommerfeste, Schulunterricht. Wir müssen ja was tun. Die Kinder, die schon Karnevalsjacks sind, sind das eine, aber Nachwuchsproblem gibt es ja auch im Karneval, gibt es ja in der Musik, in vielen Bereichen überall. Der Gesellschaft. Wie versucht ihr da, Kinder zum Karneval zu bringen? Also wir haben eine Patenschaft übernommen über eine Grundschule und geben da richtig Karnevalsunterricht. Das kommt, ist immer dritte Klasse und das kommt unglaublich gut an. Wir suchen dann immer den Paulusstar, weil das ist die Paulusschule und da kommen wahnsinnige Talente bei raus, Gesang, Tanz, Theater und diese Kinder bilden wir dann weiter aus und versuchen, die an den Verein zu binden. Und das klappt sehr, sehr gut. Wir haben 50 Kinder mittlerweile, die dem Karneval doch sehr nah sind. Die Eltern waren am Anfang zum Beispiel nicht immer so begeistert. Nee, weil plötzlich machen die Kinder Karneval. Karneval hat für viele etwas mit nur Alkoholtrinken zu tun. Aber das ist es nicht. Karneval ist auch ein ganz, ganz großes Stück Liebe zu unserer Heimatstadt. Und jetzt treten die Eltern mit ein, weil sie sehen, wir tun was mit den Kindern. Wir bringen denen vieles näher und kreativ sein, Wagenbau lernen, die Kostüme schneidern. Also wir versuchen, das ganze Paket Karneval den Kindern beizubringen. Und es ist ja überall in der Stadt so, dass es so eine Art Bildungsauftrag gibt. Viele Absolut. Aktionen gibt es für Jugendliche und für Kinder. Absolut. Selbst Jacques Tilly bietet Workshops an, die Kinder machen können. Und man kann nur alle Eltern bitten. Ein Workshop für was? Für Wagenbau, Kaschieren, Drahten, damit die Kinder sehen, dass das ein wirkliches Handwerk ist. Das ist nicht
nicht irgendwelchen bunter Füllefanz, der durch die Stadt zieht. Da kann sich jeder sozusagen Arbeit mit verwirklichen. Ja, genau. Wir nähern uns so langsam dem großen Moment der Enthüllung des richtig großen Jacktilly-Teams Wagen. Aber vorher schauen wir noch mal rein in tolle Bilder vom Rosenmontag. Ein kleines Best-of. Tanzgruppen aus der ganzen Welt zu Gast in Düsseldorf. Eng verbunden sind die Düsseldorfer Narren mit Teneriffa. Seit über 40 Jahren reist zu Rosenmontag die Blumenkönigin der Kanareninsel an. Am Aschermittwoch macht sich dann das Düsseldorfer Prinzenpaar auf nach Puerto de la Cruz. Denn dort startet erst dann die Fiesta. Doch was ist ein Karnevalszug ohne Musik? An die 30 Spielmannszüge, Bands, Fanfaren und Blaskapellen aus ganz Deutschland, ach, ganz Europa, sorgen für die richtige Atmosphäre. Und in Düsseldorf dürfen die natürlich nicht fehlen. Campino und die Toten Hosen sind immer mal wieder für einen Überraschungsbesuch im Zorgut. Und hier steht der Narr an der Spitze. Hermann Schmitz hat seit über 30 Jahren hier das Sagen. Bis heute der jächste Mann in Düsseldorf. Jetzt los! Jetzt los! Und 1993 sogar ein Prinz. Los geht der Rosenmontagszug immer mit der Düsseldorfer Bürgerwehr. Hier die älteste Garde in Filmaufnahmen von 1928. Nur 6 Karnevalsvereine, die vor 1900 gegründet wurden, haben bis heute überlebt. Die Bürgerwehr gehört dazu. Und die auch, die große KG. Bitte, große Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft, meine Damen und Herren, muss man Ihnen sagen, hat nämlich nur 11 Mitglieder. Aber die haben ja dann nervös. Viel größer sind sie heute mit 20 Mitgliedern immer noch nicht. Aber groß ist ihr Wagen. Aber es geht natürlich auch größer und noch älter. Es ist der älteste Düsseldorfer Karnevalsverein. Und der drittälteste Deutschlands. Ein vornehmer Verein, der wegen seiner politischen Aktivitäten in seinen Anfängen mehrfach verboten wurde. Heute berühmt für seine Sitzungen. Und seit neuestem die Flüstersitzung mit viel Inhalt und weniger Party. Nicht alle können die 4 Kilometer Zugweg gemütlich fahren. 90 Fußgruppen, das heißt über 6.500 Jäcke, müssen laufen und haben offensichtlich viel Spaß dabei. So langsam steigt die Spannung. Wir sind kurz vor der Enthüllung des politischen Mottowagens 2021. Jacktilly, Tilly Team ist hier, Jürgen Becker, Janine. Und wir sind bereichert um das Karnevalskomitee. Michael Laum an der Spitze, Hans-Jürgen Tüllmann. Die Herren, ihr habt ja noch gar nichts getan. Jetzt enthüllt doch mal den Wagen. Trommelwirbel, ja, Fanfare. Los geht's. Dann sind wir mal gespannt, was für ein Motiv wir jetzt sehen werden. Und Ein Querdenkmal. Gib Gates keine Chance. Da wird also nichts gechippt. Also, Jacktilly, was will uns der Künstler sagen? Naja, wir haben ja seit einiger Zeit erleben wir in Deutschland ja hier die lautstarke Minderheit der Querdenker, die alle möglichen Unsinn in die Welt setzen, Verschwörungstheorien, Verschwurbelte, das Coronavirus sei eine Erfindung der Eliten zur Machtergreifung und ähnlicher Unsinn, Impfen tötet. Und ich finde, die haben so einen richtig schönen Wagen aus Düsseldorf verdient. Wenn beim Querdenken das Hirn flöten geht. Ja, absolut. Ja. Was sagt das Karnevalskomitee? Wie gefällt euch der Wagen? Uns gefällt der Wagen sehr gut, weil er provoziert. Genau das, was wir in Düsseldorf Karneval haben wollen mit Jacktilly, soll zum Nachdenken anregen, aber auch gleichzeitig provozieren und sagen, das ist das, was wir nicht wollen, sondern liebe Leute, denkt einfach, was ihr seht, macht euch Gedanken darüber und vor allen Dingen geht zum Impfen, was der Wagen auch ausdrücken soll. Wenn wir jetzt nach dieser, ich sag mal, Session mit Herausforderungen nach vorne schauen, auf was freut ihr euch? Ja, wir freuen uns natürlich auf den 11.11. und wir hoffen, dass bis dahin alles sich normalisiert hat und wir nächstes Jahr eine ganz normale und super Session wieder feiern können. Ich glaube, die ganzen Karnevalisten, die freuen sich nur drauf. Und bis November ist viel Zeit. Ich hoffe, dass bis dahin auch alles okay läuft. Also drückt die Daumen für den 11.11. und dann geht's weiter. Und ich freue mich schon darüber hinaus natürlich auf den Rosenmontag. Wir alle freuen uns drauf, wo wieder mit Herzblut gefeiert wird, mit viel Lebensfreude, vor allen Dingen der großen Spannung. Was hat sich das Team Tilly diesmal ausgedacht für den Rosenmontagszug 2022?
ohne Lustbarkeitssteuer dann natürlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag im WDR Fernsehen und sage Tschüss und Hello aus der Landeshauptstadt.